Da krieg ich doch das Kotzen, Alter! So, hallo und herzlich willkommen zurück zu American Truck Simulator. Ja, ich habe einfach mal die Aufnahme jetzt gestartet, weil es erstens nicht mehr weit ist. Zweitens, weil jetzt hier mal ein Bahnübergang ist. Und ich mal zeigen wollte, ja, dass es auch Bahnübergänge gibt und dass die auch, ja. Schön animiert sind und alles Mögliche. Habt ihr ja auch noch nicht gesehen. Soweit ich weiß. Ja, also, wir brauchen jetzt noch 203 Meilen. Und überhaupt erstmal herzlich willkommen zurück zur letzten Folge von American Truck Simulator. Ja, ich befinde mich jetzt hier. Ich habe jetzt nicht diesen Schlenker gemacht, weil als ich hier war, Ellie, ja, das schon gezählt hat. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, spare ich mir den kleinen Schlenker hier. Und fahre jetzt dann direkt weiter hoch zu Jackpot. Und dann haben wir alle Städte in Nevada. Ja, als nächstes fehlt dann noch alle Städte in Kalifornien und dann habe ich schon alle. Ich hoffe, wie gesagt, einfach, dass ja, viele neue DLCs dazukommen. Kostenlos. Von den einzelnen Staaten. Geilsten wäre natürlich, wenn nach und nach alle 50 Staaten nachgepatcht werden. Aber ich denke, so 2, 3, ja, oder 5 bis 10 Staaten werden so, denke ich, per kostenlosen DLC noch nachpatchen, weil alles andere wäre halt eine Frechheit. Und der Rest, ja, wird dann wahrscheinlich per DLC erhältlich sein. Dann wahrscheinlich dann so DLC-Bundles. So, ja, hier mittlere USA ist ein DLC, wo dann, weiß ich nicht, 10 weitere Staaten drin sind und dann östliche USA, weil das sind ja jetzt hier so die westlichen Staaten, Nevada und Kalifornien. 2 Stück von 50 Staaten, ja, sind jetzt gerade mal hier in dem Spiel. Finde ich schade eigentlich, weil 48 Staaten fehlen halt. Es wäre halt schon geil, wenn das alles nachkommt. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ich, so wie ich SCS-Software kenne, machen sie das Richtige. Also ich finde, SCS-Software kann man, was sowas angeht, eigentlich vertrauen. Die machen eigentlich alles fair. Faire Preise und so. Betreiben da nicht und ja, denke deshalb, dass das Spiel noch einige, ja, Updates bekommen wird, was die Mapgröße angeht. So, Kreditraten in Höhe von 5.788 Euro abgezahlt, beziehungsweise Dollar. Ja, wir können uns dann auch gleich mal unseren Fahrer angucken, was der gerade so macht. Machen wir gerade mal. So, Eduard, was machst du denn? Profit, Strecke. Ja. Haushaltswarenreifen, Vorratstank. Ja. Produktivität 100%. Hä, wie kann das sein? Kann das 100% sein? Was ist das hier oben eigentlich für ein Wert? Okay, 96%, also doch nicht Produktivität 100%. Naja. Warte nochmal hier. Tabellenansicht. Also Kartenansicht ist hier, das hier, genau. So. Haben wir hier noch? Hier haben wir noch den LKW-Manager. Genau. Den möchte ich dann bald fahren.
455 PS beide. So. Hey. So. Status steht. Wieso steht der? Ich bin doch auf. Ich bin doch unterwegs. Ach so, weil ich. Weil ich ja nicht mit dem Peterbilt fahre. Weil ich ja. Einen schnellen Auftrag mache. Deswegen steht der. Macht irgendwie Sinn. Naja, auf jeden Fall, wir sind in 3 Stunden, 9 Minuten da. Und können wir fahren jetzt mal ein bisschen schneller. Ich meine, so schlimm wird das schon nicht sein. Okay. 2,5 Stunden nur noch. So. Das haut ganz schön rein, du. 80 Meilen gerade. Nicht schlecht. Ja, er hat gut PS, du. So, 35. Machen wir. So. Alles klar. Perfekt. Da ist Polizei. Aber... Wir dürfen ja 70 Meilen bereits wieder fahren, deswegen ist alles im grünen Bereich. 70 Meilen, wie viel sind denn das ungefähr? Das ist ganz schön schnell. LKWs dürfen schneller in Amerika fahren als in Deutschland, ne? Glaube ich. Die Route 93. Route 66 wäre auch noch geil dann. Aber ja, da müssen ja erstmal ein paar weitere Staaten hinzukommen. Ich glaube, wo. Obwohl, nee, die Route 66 geht auch bis Kalifornien. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier totalen Bullshit erzähle, aber geht die nicht einmal komplett durch die USA durch? Weil der Eduard wieder 334 Dollar. Ist ein Gute, der Eduard. Ja, und je länger man halt auch einen Fahrer eingestellt hat, desto, ja, mehr Fortschritt macht er halt. Also der Eduard ist quasi, so wie ich, ein Spieler, quasi halt KI gesteuert. Also der ist ein Fahrer und der skillt dann halt auch automatisch. Also der steigt dann auch im Level auf, so steigt dann auch seine Bewertung und so bekommt er mehr Fähigkeiten und kann auch mehr Profit machen dann. So ist das hier. So, dann... Ja, huhu, wir haben alle Städte in Nevada. Oh. Ups. Das war ich nicht. Nee, nee, ich war das nicht. So. Alles klar.
Ja, komm, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht einen schnellen Auftrag einfach finde mit dem neuen Kenworth Truck, dass ihr ja jeden Truck gesehen habt. Live, den es so gerade gibt. Weil ich habe jetzt keinen Bock, das umzustellen, weil ich noch eigentlich ein bisschen mit meinem Peterbilt fahren will, bis ich dann zu dem anderen wechsle. Weil, ja, dem Peterbilt bin ich jetzt auch noch nicht so viel gefahren. 90. Ach, was? Das ist 90 wert, oder was? So, wie viel Zeit haben wir denn noch? 5 Stunden. 5 Stunden Restzeit. Das ist doch immerhin schon mal ein Anfang so. Ah, fuck. Fuck. So. 90 Erfahrungspunkte. Machen wir doch extra gerne hier. Ich meine natürlich 90 Punkte extra, das mache ich doch gerne. Bin irgendwie ein bisschen neben der Spur. So. Aus und T. Zufriedenstellend. So. Ja. Was machen wir denn? Komm, letzte machen wir hier, zack. So. Ja, und da bin ich wieder hier. In meinem guten, ja, Peterbilt Träger. Neue Aufrüstteile verfügbar. Okay, cool. Gibt's neue Sachens? Dann würde ich sagen, wir gucken aber mal nach schnellen Aufträgen. Hier. Na komm, dann nehmen wir. Dann nehmen wir den hier. Der wird eigentlich ganz gut bezahlt, ja. Damit bin ich einverstanden. Komm, dann nehmen wir diesen Auftrag an. Ethan müssen wir wieder liefern. Okay. Alter, ist der geil. Alter. Alter. Wie geil ist denn das Ding bitte? Alter. Das ist so ein richtig schöner Oldschool-Truck, aber in modern. Also ein Oldschool-Truck mit moderner Technik drin. Quasi.
So richtig schön, wie man sich einen amerikanischen Truck vorstellt. Mit einer richtig schönen langen Schnauze. Die anderen haben zwar auch eine relativ lange Schnauze, aber halt nicht so extrem. Und auch nicht mit so einem geilen Sound, Alter. Boah, Alter. Ja, guck. Die Schnauze geht halt weiter nach unten, die sieht man dann nicht so. Aber ist das geil oder ist das geil, Leute? Ist doch mega geil. Aufgemotzt ist das Ding auch, wie sonst was. Cool. Das macht doch Spaß. Das Ding zu fahren macht Spaß. So. So. Ja, dann gucken wir mal. Was gibt es denn noch? Water Temp, Oil Temp, Fuel. Okay. Speed, Cruise Control. Ah, und hier ist einfach die Uhrzeit. Alter, ist das Ding cool. Ich weiß jetzt nicht, was da für ein Motor drin verbaut ist, aber der Ding, das zieht schon auch ganz gut. Ich frag mich zwar, wie man jetzt hier rauskommen soll wirklich, aber... Hallo? Wieso ist der jetzt nicht gefahren, der Faggot? Alter, fahr doch jetzt! Ey, wie will der denn... Wie will der denn überhaupt jemals hier rauskommen, wenn der nicht einmal fährt? So. Fickt euch, ey. Alter, ist das geil. Ich feiere das gerade. Ich feiere den gerade so hart. Warte mal, ist das hier ein Grafikfehler etwa? Ah ne, der hat da unten so ein... Oh, der hat da unten so ein Fensterchen, ne? Dass der das mal schön gucken kann. Das ist ja cool. Dass man hier den Streifen sieht. Hat er da noch ein kleines Glas. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Alter, ist das Ding geil. So richtig schön amerikanisch. Ich meine, die anderen, die sahen schon ziemlich amerikanisch aus, so wie man sie sich vorstellt. Aber das hier ist einfach so ein Ding, wo du einfach dir denkst, so jawohl. So muss es sein. Genau so und nicht anders muss es sein. So, wie viele Gänge hat der? Wahrscheinlich 12, ne?
213 sogar. Komm, jetzt überhol. Komm schon. Jetzt darf man auf einmal wieder 5,65 fahren. Sehr lame. So. Ja, ich würde aber einfach mal sagen, so langsam neigt sich diese Folge dem Ende entgegen. Und das bedeutet, dass, ja, sich das Let's Play so dem Ende zuneigt. So, dann machen wir hier einen Schlenker, damit wir das endlich mal erkundet haben. Stunden, wie viel Zeit haben wir? Okay, alles klar. Also, ich würde einfach mal sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen, ein bisschen. Aber leider, wegen technischer Probleme, kann ich dieses Projekt einfach nicht fortsetzen. Das macht so einfach keinen Spaß so richtig. Ich denke, das hat man auch ein bisschen gemerkt, so wie ich die ganze Zeit drauf bin und so. Ich hoffe einfach, dass mir dann jetzt mehr Spaß macht, das Spiel. Naja, das geht euch aber dann eigentlich nichts an. Das ist dann meine Sache. Ich weiß nicht, vielleicht werden irgendwann nochmal 10 Folgen kommen oder so, dass wir so die 30 voll haben. Wenn ich dann das Spiel ein bisschen weitergespielt habe, um dann euch einfach nochmal zu zeigen, wie es dann jetzt so abgeht dort. Naja, auf jeden Fall, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zu einem neuen Let's Play. Tschüss!